Hallo und willkommen zum Videolernzyklus Volumen der Kugel. In dem Intro-Video haben wir uns die Formel für das Volumen einer Kugel hergeleitet. In diesem rechnen wir zwei Beispiele mit dieser Formel. Das erste Beispiel ist das folgende. Gegeben ist eine Kugel mit dem Radius r ist gleich 3 cm. Berechne das Volumen der Kugel und runde auf eine Kommastelle. Um das Volumen der Kugel zu berechnen, schreiben wir zuerst die Formel für das Volumen einer Kugel an. Verwenden wir hierfür unseren Reim. Was kugelt da an mir vorbei? 4 Drittel Pi mal r hoch 3. Nun wissen wir aus der Angabe, dass der Radius mit 3 cm gegeben ist. Dies setzen wir nun in die Formel für das Volumen ein. Also folgt für das Volumen der Kugel 4 mal Pi mal 3 hoch 3 Drittel. Dies kann man nun in den Taschenrechner eingeben, um das Volumen zu berechnen. Wenn man die Werte in den Taschenrechner eingibt, kommt für das Volumen der Wert V ist gleich 113,097 und so weiter. Da in der Angabe steht, dass auf eine Kommastelle gerundet werden soll, runden wir auf eine Kommastelle und erhalten als Ergebnis V ist rund 113,1. Wir schreiben als Antwort, die Kugel hat ein Volumen von 113,1 Kubikzentimeter. Das zweite Beispiel hat die folgende Angabe. Berechne die Masse der Kugel, welche beim Kugelstoßen der Frauen verwendet wird. Diese hat eine Dichte von 7,64 Gramm pro Kubikzentimeter und einen vorgegebenen Durchmesser von 100 mm. Als ersten Schritt schreiben wir wieder die Formel des Kugelvolumens an. Wir verwenden hierfür wieder unseren Reim. Was kugelt da an mir vorbei? 4 Drittel Pi mal r hoch 3. Im Vergleich zu dem vorherigen Beispiel haben wir jetzt nicht den Radius gegeben, sondern den Durchmesser. Also berechnen wir den Radius in einer Nebenrechnung. Wir bekommen den Radius, indem wir den Durchmesser halbieren. Als nächstes setzen wir den gegebenen Durchmesser ein. Und wir erhalten r ist gleich 100 dividiert durch 2. Wenn wir dies nun ausrechnen, lautet unser Radius 50 mm. Da die Dichte in Kubikzentimetern gegeben ist, rechnen wir auch den Radius in Zentimeter um. Und wir erhalten einen Radius von 5 cm. Nun können wir den Radius in die Volumensformel einsetzen. Das bedeutet, unsere Formel lautet V ist gleich 4 mal Pi mal 5 hoch 3 Drittel. Wenn man nun wieder die Formel in den Taschenrechner eingibt, erhält man für das Volumen rund den Wert 523,60 Kubikzentimeter. Wir haben nun das Volumen der Kugel berechnet. Jedoch müssen wir die Masse der Kugel berechnen. Hierfür brauchen wir das Verhältnis zwischen Masse, Dichte und Volumen. Dieses lautet Masse ist gleich Dichte mal Volumen. Wir können nun die Variablen hierfür einsetzen. Das heißt, wir erhalten m ist gleich der griechische Buchstabe Rho, welcher für die Dichte steht,
mal v. Wenn wir nun unsere Werte einsetzen, erhalten wir m ist gleich unsere Dichte 7,64 mal unserem Volumen 523,6. Dies können wir nun wieder in den Taschenrechner eingeben und wir erhalten, unsere Masse ist 4000,304 Gramm. Dieses Ergebnis können wir nun noch auf Kilogramm umrechnen und wir erhalten, die Masse ist rund 4 Kilogramm. Das heißt, wir schreiben als Antwort, eine Kugel beim Kugelstoßen der Frauen hat eine Masse von 4 Kilogramm. Wir haben nun in diesem Video gemeinsam zwei Beispiele gerechnet. In dem nächsten Video darfst du nun selbst zwei Beispiele rechnen.